So, tschüss. Doch, du kannst machen, was du willst. Und hallihallo, liebe Leute, wir sind wieder da. Leider etwas verspätet. Ist hier passiert? Der Hops hat wieder um sich gewütet. Die Geiseln liegen Nein, hier das wieder in ihrer Blutlache. Lebt er noch? war ich nicht. Nein, war ich nicht. Nee. Ich bin gerade bloß hier, guck mal, schwenk mal in die Richtung, wo mein Gewehrlauf hinguckt. Also, Ja. guckt er überhaupt nach oben? Nee. Ich habe vom Y, also ich habe aus dem Yes eine S gemacht, wollte ich eigentlich, aber ich habe nicht getroffen, aber. Jetzt haben wir ein Weg. Hauptsache ordentlich weg. Ist dabei. Ja, das müssen wir auf jeden Fall noch kaputt machen. Ja, na klar. Aber wie gesagt, und da du dann kamst und ich da hier zufällig mit dem Flugzeug hier über dieser Landschaft war, sind wir jetzt hier auch gespawnt. Und ich war hier noch nicht und ich finde das auch hier alles sehr blutig. Deswegen habe ich schon mal meinen Hund hier rein geschickt, um zu gucken, ob da nicht ein Monster wartet. Und der Hund kam nicht mehr wieder. Genau, das ist immer noch. Aber nee, also wie gesagt, der wedelt aber mit dem Schwanz und so, da scheint alles in Ordnung zu sein. Ich war auch schon drin und habe auch schon den Schlüssel abgeholt Vielleicht für den Papa verschrieben. hat er auch nur Blut geleckt. Ja, wahrscheinlich ist er jetzt ein Monster. So, und du darfst hier zuerst rein in den Bunker. Was denn für ein Bunker? Ja, hier draußen ist er. Oh, hier ist ja wirklich, hier ist ja richtig was abgegangen. Ja, aber Junge, guck ob dir du mal, wie du der hier hier. wieder gewütet hast. Mann, Ich Mann, habe Mann. nicht einen Schuss hier abgegeben, aber guck dir mal hier diesen Fight an. Ja. Den musst du hier mal nachvollziehen, ne? Er hier, er hatte ja irgendwie eine MP oder so. Und er hatte hier eine schöne Halbautomatik. Ja? Und guck dir die Wände an. Die haben beide genauso schnell geschossen. Erinnert mich so ein bisschen an die Szene aus Pulp Fiction, oder? Findest du? Ja, so ein bisschen. Ja, nee. Nicht? Hm. Naja, gut. Aber alles sehr blutig hier. Gut. Also welche Szene aus bei Pink, Frau? Na, da wo die beiden, wie nenne ich sie jetzt am besten? Die Bad anderen beiden da Guys? schießen. Ja, nee, hier dann in diese Zimmer gehen, wo so drei so eine jungschen Typen sind, die sich so irgendwie im Drogenbusiness Ja. versuchen und die so durch die Tür kommen und dann die drei so wie voll anfangen auf die beiden zu ballern und einfach nicht treffen und die sich so alles so angucken. Denn so, ne? Ja, wo sie dann Ja. hinterher so drüber philosophieren. Also das muss Gott gewesen sein, ja, der uns da beschützt hat oder irgendwie sowas, haben die doch erzählt, irgendwie so ein Scheiß, ey. Sag mir, wenn da ein Monster kommt. Kein Monster zu sehen. Ach, ich hab hier immer so eine Angst. Geh du vor. Nee. Nee. Warte, Runter. Joe schreibt gerade. Ist kein Grund, so an der Leiter zu hängen. Nicht? Nein, ich bin festgebackt. Ich hab's schon wieder hingekriegt. Ich komm hier nicht mehr weg. Ja, siehst du, das hast du jetzt davon. Hilfe! Ich komme hier nicht mehr raus! Ja, warte, ich helfe. So. Nein, nicht! Hä? Wie hast du das gemacht? Ne? Zaubermesser. Das Glück sollte eigentlich eine Granate sein. Ich wollte eigentlich mal eine Ja. Zaubergranate werfen. Genau, das habe ich mir nämlich gedacht. Strom benötigt. Warum muss ich hier alleine durch den Dunkel laufen? Du warst doch hier schon. Nein! Was war das? Das sieht mich. Oh Huch. Ich Sprengeranlage an. stehe. Strom, du musst irgendwo Strom finden. Alter schon. Mach den Strom an, dann gehen auch die Sprengeranlagen los. Hier Ah, ist ne, kein Strom irgendwo. mehr. Nein, irgendwo lag ein Zettel. Da ist doch was. Der habe ich gerade schon dran gezogen. Was meinst du, warum ich hier stehe? Gut. Das geht so einfach. Schießt ihn auf deinen Hund.
Hier ist die Sprengladenanlage, siehst du direkt. Ja? So. Warum kann ich die nicht aufmachen? Achso, ich muss aufstehen. Hä? Warum geht denn die jetzt nicht auf? Ja, yeah, Prepper-Schatz. Einwerken und platt machen. Ja, war doch voll einfach. Oh, hier, Money, Money, Money. Wow. 28.000, ja. Yeah. Warte, wie viel? Hab ich jetzt. Hm. Oh, Prepper-Hälfte. Ich meine, Hotels-Hälfte. Du schon wieder für einen Quatsch laberst, ey. Ey, bin so froh, dass ich morgen frei habe. Na, was, wie froh ich erst bin. Huch, wo geht's denn hier hoch? Überall Preppers. Unten Böhr. Der Böhr macht die Prepper platt. Dafür macht der Boomer auch platt. Nein, Quatsch. Boomer hat heute schon mit 6 Bären gekämpft, erfolgreich. Hat mich beschützt. Na, ich hab heute versucht, Bären mit Baseballschläger zu erledigen. Guck mal. Was denn? Oh, der fährt er noch gut. Ist der Reifen schon wieder ganz? Nö. Doch jetzt ja. Ging ja schnell. So, Boomer, folge uns. Baum. Wo bin ich? Achso, warte mal, wir haben ja die Quest aktiv. Wo sind wir denn vorhin? Wo waren wir denn heute? Na, bei Jacob, oder nicht? Ja, aber ich... Ja. In welchem Versteck waren wir denn da? Was hatten wir denn befreit gehabt? Hier, wir fahren da hin. Ich mach das schon. Wir waren doch da eigentlich in diesem Bunker. Was ist denn da noch passiert? Hast du da eigentlich eine Quest angenommen und so? Da habe ich eine Quest angenommen. Die da hast du schon gemacht, wa? Nee, na, ich muss. Nein, die habe ich nicht gemacht. Ich musste aber eine annehmen, weil ich sonst aus diesem Bunker nicht rausgekommen wäre. Weil die Tür verschlossen war. Au. Jetzt weiß ich aber nicht mehr. Ja, und da haben wir jedenfalls eine Quest gekriegt, hier zerstöre Außenposten. Also wir können uns entweder den Quör machen. Ich sammle 3 Arten von Stierhoden. Das ist dein Job. Nee, danke. Zerstöre das Schloss, um die Kühe zu befreien. Schloss? Schloss? Schloss. Da ist Schloss. Nee. Ja, ist ja gut. Stier. Muss ich da rangehen und sammeln, oder wie? Ja, von hinten. Oh. Der ist aber nicht so lieb. Da. Oh, huch. huch. Hilfe. Aber hier durch Blech kommt er nicht durch. Hörst du die Musik? Los, Boomer, schnappen dir. Ah, Boomer macht es schon. Nee, ich störe die hier nicht bei der Paarung. Was sollen wir jetzt machen? Ich weiß nicht, auch. Anschleichen wahrscheinlich. Oh. Auf. Was, und bei der Paarung die Eier abschneiden? Weiß nicht. Mein Stier, um den kümmert sich Buba gerade. Sammel lieber Eier. Ich
Keine Ahnung, was machen soll. Töte einen Stier, der sich paart. Ach so. Also doch stille Beobachter machen. Jo. Aua. Wo kommt der denn her? Ey, nun paar dich doch lieber, blöder Stier. Genau, hau Buma, ab. beschütz mich. Buma, beschütz mich. Komm, Buma, stell dich zwischen mich und den Stier. Guck dir das an. Der soll mich in Kampfhund. Ruhe lassen. Das hat nicht geklappt. Ich habe den Stier bei der Paarung nicht töten können. Buma, jetzt mach doch mal was. Genau, Buma. Schnapp dir den Stier. Super. Oder Aberhund. Ich versteck mich. Ich glaube, da bahnt sich was an. Ah ne, sie hat keinen Bock. Ziemlich doof. Aber der eine Stier scheint. Was war gerade? Die haben sich alle wieder. Da hinten links, neben links, du hast freie Schussbahn. Der hat sich gerade gepaart, der liegt. Schießen um. Was? Naja, Jetzt die Paarung geht halt schnell. Keiner gepaart. Doch. Nee. Weil Echt? dann hätte er ja ein weißes Symbol. Tatsache, den Stier, den du erschossen hast, der hat sich gepaart. Da hinten ist doch jeder. Ja. So. Ja, sammel du das mal ein. Wie viel haben wir? Wirklich. Bitte einen Bullen mit dem Mulcher-Traktor. Ich besorge schon mal einen Mulcher-Traktor. Also wir haben bis jetzt einen Stierhoden. Oh, und da geht's schon wieder los. Denn? Das will Ja, die Vögel. du sammelst die Hoden. Ich hab schon mal den Traktor gesammelt. Triggerfahren. Das zählt Hast also du? nicht. Nee. Man muss wirklich genau dann in dem Moment, wo sie korpulieren. Ich werde dir schon mal den Stier, der hinter dir steht, vom Leibe halten. Echt das? Nee. Doch. Ach nee, eh noch. Eh noch. Töte einen Bullen mit Feuer. Ach du Scheiße. Feuer. Halt nicht wegrennen, Kühe! Halt! Au! Nicht wegrennen! Mein... Au! Alter, mich rennen die Kühe um. Ich werde jetzt sauer auf dich. Das ist vollkommen okay. Du kannst doch jetzt noch nicht das mit dem Feuer machen, wenn wir noch auf ihn mit der Paarung warten. Nee, Ja, Paarung der ist bringt doch die. vorbei. Nein. Doch. Sammle drei Arten von Stierhoden. Naja. Ach so, das ist jedes Mal eine andere Art. Immer flambiert, immer. Ihre schnetzelt. Genau. Jetzt alles klar. Na denn. Hilfe, Hilfe. Au, au. Und ein Bär. Weg jetzt. Bin voll, ich kann nicht plündern. Das war okay. Was haben wir denn jetzt eigentlich? Fertig.
Ja, aber haben wir irgendwas für gekriegt? Natürlich nicht. Hier, wir sind hier in der Gegend, wo wir für nichts mehr was kriegen. Ach so. So Ja, einfach weil ist das also. das Gebiet schon abgeschlossen. Was? Ach so. Ja. Ach, hier sind wir. Wir sind ja im ganz falschen Gebiet. Ja. Boah. Ja! Ich mach dich platt. Ich mach dich platt. Ich mach dich platt. Nee, wir sind doch hier nicht Jawohl, beim. Triggerfeld! Jawohl! Jawohl! Oh, wie hast du das gemacht? Toro! Toro! Ich kenn mich aus mit Triggerfeld. Du kannst nur Ich hab verlieren. sonst nichts zu tun. Jawohl! Jetzt nehme ich dich auf die Schippe. Jawohl! Oh, ich brenne. Ich hab nicht diese komische, was du hast. Oh, oh. Hör auf! Hau ab! So, gut, ihr noch um mir Albert. Da kenne ich ja nichts, wa? Jeronimo! Au, 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 oh, hier war Sturz. Gut, alles klar, wir haben das erledigt. So. Was auch immer wir gerade erledigt haben. Hier noch Aber mehr wir haben das Arbeit. erledigt. So. Was brauchen wir denn? Ein Da Auto. ist eine Karre für uns. Wie komme ich hier hoch? So, ja, mit Versteck hier. Goll, hier ist alles für mir mit Safe. Bist du da schon wieder reingekommen? Nein! Oh, bin abgerutscht von der Kante. Wie hat er das schon wieder gemacht, der Fuchs? Überlassen! Ist nicht witzig! Ich bin schon. Ah, bist du bombig, ey. Was bin ich schon wieder unten? Ja. Wie hast du das gemacht? Na, ganz einfach. Oh, hier ist so ein Vorteilsheft. Guck mal einer an. Arsch. Kann man in der Luft etwa seine Richtung ändern? Da niemals hinkommen. Ey, hör auf, du bringst mir um! Hör mal auf! Oh, das jetzt auch ausbrennt. Ja, toll, und ich hab noch nicht mal den Heft eingesammelt und nischt. Huch! Wo ist denn das Heft? Ach du Scheiße, kommen wir hier nochmal raus? Ein Idiot, ey. Ja, das Heft liegt hier auf dem Tisch. Ach, das war witzig. Ja. Fange jedes Mal an zu brennen wieder, wenn ich hier irgendwo umherlaufe. Ja, das ist, weil ich so ein heißer Typ bin. Da bist du Feuer und Flamme. Ja, total. Genau, Huma vertreibt die Bären.
Du bist ja schon raus. Ich wollte da schön durchs Scheunentor fahren. Ja, genau. So, also, dann geht's jetzt. Mal hier was richtig machen jetzt, aber richtig wichtig. Dahin. Ja, wir können bei John da was einnehmen. Oder so. Falsche Richtung. Warum? Was du markiert hast, ist die richtige Richtung. Ja, jetzt ja. Also ich war im Duft der Map, ich hab gar nicht. Ich wurde wirklich lang fest. So, was brauche ich denn noch? Ich brauche noch Kills mit Flammenwerfer, mit Raketenwerfer, mit Granaten, Ollies, Fernzündersprengstoff. Oben, boah, unten, Takedown, Ketten-Takedown, Pistolen-Takedown. Scheiße, alles unmöglich. Alles unmöglich. Huber! Nein! Du Arsch! Ich warte nicht. So ein Pfeiler. So. Huch. Warum sagst du hoch? Nur so. Hast du mich gerade schon angeschreddert eben? Nee. Okay. Gesundheit. Ja, danke. Wappidis. Wappidi? Jagd haben wir alle abgeschlossen, ne? Wir müssen noch den Admiral fangen. Ja, aber nicht heute. Ich weiß nicht, wo der ist. Na, wir müssen uns doch hier erstmal mit der Uschi treffen, oder? Na, der Quest ist abgeschlossen und ich weiß nicht, wo die war, die Uschi. Also, wo man die findet. Naja, die ist... leider auch kein Name dran. Ich würde sagen, die ist ja auch nicht da, wo wir sie getroffen haben, glaube ich, ne? Sondern... irgendwo halt. Wir haben den Ort Senf entdeckt. Ist das schon feines Land hier? Hier ist alles feines Land. Meinst du? Nö, wir sind hier immer noch. Müssen wir gleich im Fenster. Sind wir da schon? Nee. Doch? Nein. Also bei mir kam gerade schon ein Zeichen, dass wir hier in Jacobs so, Region sind. Hab ich, okay, alles klar. Schießt du den Urschkrab? Was ist das? Prepper? Ist hier was zum Einnehmen? Ja. Ja, ja, überall Pfeile. Dreh dich mal nochmal um zu dem. Bisschen die Schnauze. Es ist wieder was hinter uns. Ist aber nicht was. Nee, ist weg. Schon weg so. So. Ihr übt irgendeine Quest. Hast du übrigens den Quest, den ich da in dem Bunker bekommen habe, wo wir waren? Hm. Der hieß lautlos. Also wir, da dürfen wir nicht, da müssen wir uns vorher Bögen holen, weil da sind ganz viele Geiseln, da sind die, ja. Und wir müssen das geräuschlos machen, sonst werden Geiseln getötet. Die Geiseln getötet. Nicht die Geiseln getötet. Ja, ja. Wir sind gelandet. Steht da noch? Ich hört. Wie immer. Haben wir hier nicht mal?
So. Das machst du klar. Los, Boomer, schnappen dir. Da bin ich aber gespannt. Ja, aber du musst doch hier die Uschi anlabern. Erstmal will ich sehen, wie der Prepper vom Boomer wegrennt. Oh, und wie er rennt. Der ist ja schneller als der Hund. Schnappen dir, Boomer. Schnapp ihn dir. Boomer, du kannst dich doch nicht von einem Menschen abhängen lassen. Jetzt hat er ihn. Jetzt hat er ihn. Ja. Feiner Hund. So. Da ist der echt mit, obwohl er irgendwie eine fette Wumme in der Hand hatte, vor meinem Hund weggerannt. Das ist die Admiralsquest. Wirklich? Ja. Naja, dann ist es Schicksal. Komm schon, ich brauche das Preisgeld. Lass mich nicht hängen. Okay. Da 246 Meter in die Richtung. Aber hier gehen, ihr fährt irgendwo. So weit kann ich nicht werfen, die Leine. Richtig so. Los, da ist ein Wasserflugzeug. Nee, wir nehmen den Hubschrauber. Sind nur 200 Meter. Wo ist denn der Hubschrauber? Der Hubschrauber ist schon abgeflogen und du musst laufen. Kannst du mich mal? Nicht den Flugzeug kaputt machen! Ich bin tot. Naja, dann kannst du bei mir spawnen. Oh, warte, jetzt habe ich 20 Sekunden Vorsprung, dann angel ich den alleine. Juhu, endlich! Oh. Der Admiral hat ein Boot umgekippt. Hä? Wir brauchen eine größere Angel. Ich glaube auch. Sind wieder Mietfische machen? Nö. Sind wir auf Boot, meinst du? Oder was? Würde ich jetzt einfach mal von aussehen. Vielleicht dreht dann ja für uns um. Bist du schon wieder da? Ja. Was denn so lange? Du hast es fast umgedreht, wie hast du das gemacht? Machst du das? Ja, wer hat er kann? Stand da E drücken für umdrehen? Er stand einfach nur E drücken. Wenn das mal nicht der Admiral ist, dann ist es bestimmt irgendwie so, wieder so ein kleiner Goldbarsch hier mit 2 Pfund. Ich habe heute Oh. 110 Pfund Stör gefangen. Krass. Was ein epischer Kampf. Ich glaube nicht, dass man den mit so einer Angel rauskriegt. Klar. Dann
Gebet ja nicht im Shop noch die anderen. Oh, er wird müde, sagt sie. Aber ich auch. Wird müde. Ja, schon fast auf der anderen Flussuferseite. Gibt eigentlich zu zweit einen ganz einfachen Trick, wie man das machen kann, ne? Nämlich? Naja, wenn du den an der Angel hast, am Boot. Mhm. Und ich fahre mit dem Boot einfach dahin, wo der umherplätschert, dann bist du zu schnell da, dass du deinen Halt hast. Ist das so, ja? Denke ich mal, weil das klappt ja am Ufer auch, wenn du irgendwie, wenn der ganz weit rechts irgendwo am Ufer schon in der Nähe ist und du rennst einfach am Ufer lang zu dem hin, dann hast du ihn ja auch. Nein, nicht unter das Boot. Nicht unter das Boot! Nein! Fuck! Ey, jetzt ist wieder die Leine gerissen, weil er unter das Boot geschwommen ist. Das ist doch unfair. Na, komm doch zu mir. Ja, dann schwimmt er von der anderen Seite unter das Boot. Kennen wir alle schon. Dann versuchen wir den Trick. Trotzdem irgendwelche Monsterfische hier, ey. Ist ja wirklich jetzt ganz links vom Bug aus gesehen, jetzt sag ich mal. Was? Also er ist ganz links vom Bug aus gesehen. So in die Richtung. Ja. So. Ah ja. Ah? Ja? Siehst du denn nicht, wo ich ihn dran habe? Naja, ich weiß nicht, ob es halt vielleicht ein Bug ist. Die Waffe sieht ja doch auch manchmal anders aus. Gerade hin zielt's. Und da hat er einen. Juhu. Halt der da! Trick! High five dafür, ey! Da hat's zweit ist ganz Eis gemacht, ganz. Warum fährst du denn nicht den Fluss lang? Ein Amphibienfahrzeug. Kann nur an Land. Achso, stimmt. Mist. Jetzt, wo du sagst. Ich schwimm halt so gern. Verstehe ich nicht. Herzlichen Glückwunsch, mein Freund. Du hast einen Admiral gefangen und Dicke wollte den. Ich wollte den. Ich glaube, dass es ein Hecht ist. Tut nicht. Mach ich nicht, weil, naja, du hast mir und Dylan das Leben gerettet, Deputy. Ich weiß nicht, wie ich dir jemals danken kann. Pass auf dich auf. Genau. Erstmal das Geld versaufen. Genau. Gut. Hätten wir das auch erledigt. Jetzt haben wir den Hubschrauber vergessen. Das ist ja wieder toll hingekriegt. Dann nehmen wir hier das Flugzeug. Ist nämlich wieder da. Willst du fliegen? Mir loyal. So, du sprengst mich nicht wieder in die Luft. Oh ja, du fliegst. Ah ja? Warum? Weil ich gespannt bin, ob das funktioniert. So, was sollte denn da nicht funktionieren? Achso, sitzt du draußen, oder? I believe I can fly. I believe I can touch the stehst sky. Da oben drauf? Du stehst ja über mir. Ja, warte mal. Nein! Huch, bist du abgefallen? Komm, du musst mich wieder einsammeln, sonst komm ich außer Reichweite. Du musst unter mir fliegen und dann musst du. Na, du verstehst schon. Ey, komm mit Trudeln. Wo bist du denn?
Hilfe, Hilfe! Wo bist du? Ich muss umdrehen. Nee, jetzt bin ich im Wasser. Los, landen! Ich kann nicht landen. Klar. Das ist ein Wasserflugzeug. Scheiße, er kann wirklich nicht. Tiefer, tiefer! Ja, sieht gut aus. Oh, wie er das gemacht hat. Warte mal, ich muss hier. Oh ja. Nein! Doch. Dein Ernst? Zählt das als. Erzählt, als dass du der Dümmste bist, den ich kenne. Ich werde vom Jetski verfolgt. Warte, ich fahre dir vorbei, du musst schnell eintreten. Du musst schnell gehen jetzt. Und renn mit dir. Ich kann gar nicht. Ja, dann mach du die platt. Hilfe, Hilfe! Nein, die rammen mich. Warte mal. Das kommt jetzt hier zum Jefahren. Huch, ich hab... Wie hat er das gemacht? Du bist. Ich war noch gar nicht in der Luft. Und ich bin hier mitten im See. Ich war noch gar nicht in der Luft. Los, jetzt mit F-Takedown hier. Na, geht nicht. Dachte ich ja auch. Ich muss doch hier irgendwas machen können. Blitzen so komisch. Boomer schnapsen dir. Ich muss doch gehen, dass man ihn hier runterzieht. Ist ja mal blöd. I believe I can. I believe. Dude. Mann. Und da haben wir unser Noob-Level wieder auf das nächste Level gehoben. Dabei sah das so lustig aus. Der Noob sah auch echt witzig aus. Vor allen Dingen aus meiner Perspektive. Na, ich hab die Sohlen deiner Tonschuhe gesehen. Warum mich nicht hast da oben stehen lassen? So, wo hast du uns hingebracht? Ich glaube, wir sind hier. Achso, weiß ich gar nicht. Irgendwo, ich habe jetzt einfach mal das nächste genommen. Das hatten wir hier schon mal eingenommen. Das war hier, wo ich versucht habe, den gepanzerten Menschen mit Wurfmesser zu erlegen. Ah, ich erinnere mich. Das geklappt hat. Wo wir kurze Zeit später hier gefangen genommen wurden. Ja. Ihr wartet ja. Ihr wartet, stimmt. So, und dank unserer Kapriolen muss ich mir jetzt erstmal ein paar Medikits holen. Wenn ich alle aufgebraucht habe. Ich hoffe, uns guckt keiner zu. Ich hoffe schon. So, hat hier noch einer Quest? Dem Peggy zuvorkommen. Wo ist der Mayday? Ach, da hinten. Das ist übrigens eben so ein Feuerzeug, wovon wir mal gesprochen haben. Na gut. So. Hast du uns ein Flugzeug bestellt? Nee, hier gibt's kein Flugzeug. Das kann ich so nicht gutheißen. Hier irgendwo im zweiten OG liegt noch eine Karte. Aber wie kommt man hier hoch? Ja, Experimente an Wölfen sind schon richtig krank. War's hier oben schon?
Beim letzten Mal? Nö. Aber irgendwo hat er mir eine Karte angezeigt. Wo ist denn die? Ach so, hier ist eine Tür. Kommst du hier? Ich brauche Schlüssel. Kannst du hier mal aufbrechen? Hier, ich mach dir auch die Tür auf. Da waren wir doch schon drin, oder nicht? Ich nicht. Ja, sonst würde ja da kein Heft mehr für mich liegen. Was ist denn das? Arktische Esche, siehst du. So. Was ist denn das hier für eine Knarre? Ist das eine normale A10? Die sieht irgendwie so anders aus. Naja, gut. Meine, die ich habe? Nee, die da eben lag. Egal. YouTube, wir brauchen ein Gefährt. Also los. Pedala, fahr den Wagen vor. Ah ja, ich Captain. Ich laufe schon mal vor zur Straße und sichere. Ich bestätige, Wagen vorgefahren. Nee, vorne zur Straße musst du vorfahren. Das ist jetzt leider nicht mehr möglich. Jetzt? Bist du mit Wasser gefahren oder was? Ich hab den Wagen vorgefahren, wie du mir befohlen hast. Oh Mann. Mal auf der Welt. Komm her, hier ist ein Flugzeug. Ich brauch noch einen Boomer-Kill. Ja, wenn du nicht so lange rumeiern würdest, dann hätten wir den schon. Wenn du zur Straße gekommen wärst, ne? Bringt der nicht mal vom Ufer ab. Na, halt, halt! Halt! Mann, ey. Wir wollen doch mal vorwärts kommen. Wir haben da nichts gemacht. Nix. Willst du jetzt hin? Eigentlich. Ja, wir müssen schon Richtung Norden oder so. Vielleicht haben wir ja hier bei Tabby und so. Ach, hier müssen wir hin, genau. Genau da. Das ist der Bunker, wo wir waren. Der Bunker. Ja. Huch. Ich bin aus Versehen. Dein Ernst? Weiß ich nicht, wie ich das hingekriegt habe. Warte, ich sammle dich wieder ein. Ah, es sind doch nur bloß noch ein paar Meter. Ich hab dich! Ja. Ich habe mit dem Flugzeugfachmännische landet. Ja, nicht schlecht. Wasserflugzeug in den Bergen zu landen, das ist auch immer praktisch. Ach, zu schade, dass man das bei dir nicht drauf hat. Das muss sehr witzig aussehen haben. Ich habe ja nicht hingeguckt, ehrlich gesagt. Ja. Ich hab ne Stand und erwartet. Ja. Ich hab übrigens wieder über 30.000 Dollar. Mir egal. Wo muss man hier lang? Den Berg hoch. Kennst du das? Bergsteigen. Nö. Sagt mir nichts. Klettern. Sag, jetzt musst du ja schon wieder den richtigen Weg genommen, wieder den falschen. Ich dachte, das war hier im Bunker oder so. Da musst du doch nach unten gehen. Ach, da geht's nach unten. Wo bist du denn schon wieder? Na, auf jeden Fall falsch. Ich hab einen Bunker gefunden. Trefferversteck. Ach, Vorteils. Ja, nicht. Doch. Na, ich bin hier im Trefferversteck. Ach, Menno, hab's, wo machst du denn sowas? Weil ich mich verlaufen habe.
Aber hier liegen nur 70 Dollar rum. Das ist jetzt nicht so prall. Ein Vorteilsheft ist schon cool. Huch! Kommst du denn her? Geht's denn hier nochmal raus? Ich hab die Leiter nicht gesehen. Ach nee, ey. Wirf den Kletterhaken. Ein Glück ist jeder Amerikaner so ein versierter Kletterer. Sag mal. Man kann meinen Haken nicht abschießen. Ich hab dir aber ein Stück Fleisch auf den Bauch geworfen. Ja, hat mich Boomer auch gleich angeknurrt. Weil ich nicht nur nach Schweiß und Tabak rieche. Das ist also meine Duftnote, ja? Was ist denn das hier für ein Ausgang? Welcher Ausgang? Was hast du mich hier jetzt schon wieder reingeführt? Hier, so, das ist der Bunker, wo wir drin waren. Hat er also zwei Ein- und Ausgänge. Sehr gut. Aha. Das ist quasi ein Fuchsbau. Verrückt. Was du willst. Man muss auf alles vorbereitet sein, oder? Aber so wie es gerade läuft, brauchen wir das Zeug hier. Und nicht in irgendeinem Bunker. Und auf gar keinen Fall dürfen die Peggys über das Zeug stolpern. Also wenn du uns diese Vorräte bringst, wäre das wirklich hilfreich. Aber es gibt ein Problem. Wir haben hier keine Karte der Verstecke. Ich weiß nicht warum. Sicherheitsmaßnahmen oder sowas. Der Kundschafter oben auf dem Jefferson-Aussichtsturm sollte eine haben. Ist gleich westlich von hier. Viel Glück und sei vorsichtig da draußen. Alles klar. In dem gesicherten Bunker haben sie die Karte aus Sicherheitsgründen nicht, aber irgendeine Aussicht. Ja, egal. Das... Weißt du, was ich an dir mag, Depp? Du hast dieses Feuer in deinen Augen. Der mich gerade Depp genannt? Dafür, dass es nie erlebt. Dad. Der Depp. Depp ist er auch. Oh, hier, Dummy noch? Vielleicht ein bisschen schroff gewesen. Keine Entschuldigung, nur eine Feststellung. Ich traue niemandem, den ich nicht kenne. Aber Eli sagt, du bist in Ordnung. Also glaube ich das erstmal, bis ich mir selbst ein Bild gemacht habe. Wenn du was drauf hast, werden wir zwei uns toll verstehen. Die Sache ist die. Aufwachen. Aufwachen. Sender zum Laufen zu bringen. Er erzählte Eli, er wolle helfen, die Miliz zu koordinieren. Ich bin sicher, dass er nur seine Musik hören will. Also tun wir ihm den Gefallen. Das Problem ist, dass das Signal nicht durchkommt. Unser Freund hier hat gesagt, die Sekte blockiert es mit Störsendern. Er hat auch gesagt, wie. Anscheinend gibt es zwei Störsender auf Funktürmen und einen dritten mobilen, der auf der Straße patrouilliert. Schalte zuerst die Türme aus, dann müsste ich das Signal des mobilen Senders orten können. Ich sag Bescheid, sobald ich was weiß. Erledige das. Vielleicht bauen wir so etwas Vertrauen auf. So, Funkstelle als Quest annehmen? Ne, klar. Da draußen ist jemand. Hast du den Boomer entdeckt? Ich frage. Ploppt immer irgendwo ein Gegner auf. Das war ja nicht. Ach, hier kann man kaufen, verkaufen. Dann siehst du. Wie ist denn hier nochmal raus? Okay, Boomer hat alles im Griff, Hubschrauber haben wir ja auch. Achso, du bist hoch da. War wahrscheinlich dein Hubschrauber in den Griff. Aber gut. Ich bin rausgekommen, da stand der schon da. Ja, ja. Ich lasse mal den Wagen vollfahren. Oh oh. Warte. Jeden da ab. Wild rum im
explodiere. Guck mal, Hubschrauber. Hörst du mich? Ich bin's, Wheezy. Du bist fast am Aussichtsturm. Schnapp dir die Karte. Karte? Wollen wir uns die Karte gleich schnappen? Ist hier die Karte? Na, hier wahrscheinlich. Ich geh ein Stück tiefer und du musst darin rennen. Da oben ist sie. Nein, da oben ist der Funkturm. Hier muss die Karte sein. Aha. Ich halte hier die Stellung. Ich hangel mich rüber, sagst du. Oh! Das hat nicht geklappt. Auf der Karte sollten die Bunker markiert sein. Sobald du sie hast, such dir einen aus und los. Aber Ian Skate hat Suchtrupps losgeschickt. Vorteilsheft. Aha. Wirklich? Ja. Die schnappen sich die Menschen und zwingen sie auf ihre beschissenen Stühle. Das Letzte, was wir brauchen, ist, dich wieder zu verlieren. Muss ich ja doch landen, ey. Ach ja, hier sind die Judges. Ist ja kein Vorteilsheft. Dann hatte ich tippen. Das ist so schön. Was denn nicht gefunden? Na, direkt auf dem Tisch. Neben der Karte lag das. Direkt da geradezu. Hier so. Hier links lag das Heft und da rechts lag die Karte. Hm. Was ein Reinfall. Oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. flieg du schon mal los. Ich respawn. Wie hab ich denn das schon wieder hingekriegt? Keiner weiß es. Wenn du Leertaste gedrückt hältst, dann stirbst du schneller. Brauche ich aber nicht. Weil? Ich sterb generell schnell. Achso. Du solltest jetzt dicht dran sein. Zerstör den Schaltkasten an der Spitze des Turms. Scheißkasten? Boah, wer macht den Scheißkasten? Die Spitze von. Das reicht wohl. Der nächste Turm ist im Nordosten. Auf einer Klippe, von der aus man das Hotel sehen kann. Jetzt wäre ein Wingsuit gut. Stürz bloß nicht ab. Wingsuit? Warte. Oh, guck mal, hier ist was zum Befreien. Komm, wir landen heimlich hier so. Ich weiß nicht, welcher das ist. Weil wir müssen aufpassen, ihn müssen wir wirklich klammheimlich einnehmen. Naja, der ist es nicht. Den nehmen wir klammlaut ein. Ja, laut. Ja, aber... Okay. Dann doch so laut. Natürliche Landschaft, die Hubschrauber verstehen. Die moderne Gesellschaft
Warum haben die eigentlich alle Armeesachen an? Weiß ich nicht. Und warum hissen die diese Verbrecherfahne? Ich dachte, wir befreien die gerade von Trump und seiner Sekte. Genau. Was trainiert haben die hier? War wohl nicht so erfolgreich. Ich könnte hier drüben Hilfe gebrauchen. Das Wolf's Den ist ein echt cooler Schuppen, oder? Wie ich sehe, hast du was gefunden, ohne Bescheid zu sagen. Wieso? Wie kommst du da drauf? Nur weil du so lange auf einer Stelle gestanden hast. Na, war ein Anrufbeantworter. Aber hier ist ein Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Also hier liegt halt nur Munition rum und so. Also, falls du brauchst, ja. Für was brauchen wir den Schlüssel schon wieder? Eli hat seinen Bunker wirklich toll hingekriegt. Ist unter das Dach voll mit Vorräten. Huch. Sieg nicht. Finde es heraus, mein Freund. Finde es heraus. Warum ist hier so viel Zeug zum Plündern und bei mir ist immer alles voll? Oh, hier war Feuer. Echt jetzt? Ich bin an so einer Feuertonne vorbeigelaufen und hab mich dabei angesenkt. Sorry, war. Das ist wieder mal was nur du schaffst. Komm hier. Komm mal hierher und geh mal hier unten raus. Dann wirst du sehen, ob das gut. Da hinten was. Schön. Nee. Also hier hinten ist auf jeden Fall eine Quest. Das ist auf jeden Fall Musik. Und die Quest wird sein. Nimm sie nicht an, sonst kriegen wir hier wieder irgendwie Autofahren den Berg runter oder so. Oh, ein Adler, ich sehe einen Adler. Das ist doch ein Bär. Ich hätte die jetzt mal. Bestimmt sogar wie ein Zickstar. Ja, bestimmt. Hey, ich hab doch eben hier noch ein Quest gesehen. Sie hier. Peggy ist zu Elliots Haus unterwegs. Wir müssen dahin, bevor es zu spät ist. Das sieht nicht gut aus. Ist denn Elliot? Der Verweigerer. So, noch ein Quest. Ich sehe gerade nichts. Es ist noch nicht vorbei. Als würden sie immer noch Daten von hier senden. Der schnellste Weg, das abzustellen, ist, ihre Satellitenschüsseln zu zerstören. Ich bin ziemlich sicher, dass ich drei davon auf den Dächern in der Gegend gesehen habe. Nimm dir ein bisschen Sprengstoff und jag sie hoch. Und beeil dich. Die wissen bestimmt schon, dass wir hier sind. Wenn die rausfinden, dass wir die Radarstation erobert haben, wird... Ja, was machen wir jetzt? Einsteigen. Huch, Mist. Ja, jetzt kann ich diesmal nicht schießen. Aber ich kann immer noch das Fernglas nehmen. Hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Ja, machen die auch irgendwas? Da unten. Angriff. Boomer, engage.
Ja, du musst hier mal Dynamit rauswerfen und die Schüsseln da kaputt machen. Kann ich nicht. Sitz vorne drin, kann nichts rauswerfen. Lande doch einfach. Alles klar. Das war ganz einfach. Ich würde gerne behaupten, dass ich wüsste, was geschehen ist. Weiß ich aber nicht. Ja, wahrscheinlich sind wir an der Satellitenschüssel explodiert. Wahrscheinlich bist du explodiert. Was?